Gerne möchte ich euch die momentane Konis Buchungsgeschenk vorstellen von Gastgeberin. Das ist das eine Stempelset, das man auslesen kann bei Happy. Dann gibt es die Outdoor-Farbe Pink, die in 100 ml Form vorhanden ist. Und ganz neu gibt es hier die Regenbogen-Glanzfolie. Ich habe hier schon eine Idee zusammengestellt, wie man die drei Produkte brauchen kann. Oder halt einfach eins davon. Und zwar brauche ich mal den Designkarton Weiss, den ich tue in der Breite von 5 cm ungefähr zuschneide. Dann mache ich etwa noch 5 cm einen Falz mit der Schneidmaschine, wo man nachher ein Loch rausstanzen kann für einen Flaschenanhänger. Und das mache ich jetzt gerade als erstes mit dem Wellenstanzer. Etwa ungefähr hier in der Mitte. So. Und jetzt nehme ich hier den ersten Stempel vom Stempelset. Das heisst Be Happy, das Wort. Und ich jetzt mit dem Inkpad braun schnell einfärbe. Und nachher hier gerade drauf stempeln. Das kommt dann nachher am Schluss noch drauf. Jetzt kann ich einfach so ausstempeln und den wieder verräumen. Nachher brauche ich den herzigen Bär, den ich mit der Outdoor-Farbe auftrage. Hier brauche ich ein Topfschwämmchen und die Outdoor-Farbe. Ich einfach die Farbe einarbeiten und gehe jetzt hier stempeln. Ich habe es um 2 nebeneinander, je nachdem wie breit dass man natürlich den Streifen geschnitten hat. Das tue ich jetzt auch gut abtrechnen und das Stempelset, also den Stempel mit der Autofarbe wirklich gut mit einem Feuchttuch auswaschen, damit man nachher wieder super weiterarbeiten kann. Und jetzt kommen wir noch zur Regenbogenfolie oder Glanzfolie. Das habe ich natürlich auch schon vorbereitet. Jetzt tue ich als erstes die Herzli von dem Bärli mit dem Gonigol einfach so draufleimen und gut abtrocknen. Das müsst ihr wirklich gut abtrocknen, vor allem wenn ihr so viel Leim nehmt, damit nachher die Folie gut kleben bleibt und nicht euch verreisst. Ich mache es meistens am Abend, dass es über die Nacht trocknen kann und nachher kann ich am anderen Tag mit der Glanzfolie drüber. Und jetzt zeige ich euch hier bereits, was abgetrocknet ist, wie schön als die Herzchen hier kommen. Wir einfach so drüber fahren und dann gibt es so ganz einen tollen Schimmer. Da muss man eigentlich noch ein zweimal drüber gehen und dann hat das nachher gut. Und jetzt nehme ich hier ein Fläschchen. Und das Be Happy, das man noch mit dem Rubelgol anleimen kann. Man kann es natürlich auch mit einem Gunigol-Punkt, was einem besser gefällt. Und hat hier schon ein ganz tolles Präsent von der Flasche, die man verschenken kann. Und ihr seht, wie schön dass das regenbogenmässig glitzert.